So, wir haben hier heute eine ruhige Nacht verbracht. In Valentin, an der Heide, glaube ich, heißt es, gell? St. Valentino oder so ähnlich. Ja, okay, also fast oben am Reschenpass. Und ihr seht schon im Hintergrund, es kommen jetzt schon die Wolken rein. Es soll ja auch dann schlechter werden. Gehen wir jetzt dann oben noch ein bisschen spazieren. Ansonsten war es hier ruhig und ja, lauschig. Es war schon, heute früh war schon Bodenfrost, aber die alte Heizung läuft wunderbar. Die Julia hat gesagt, sie hat nichts gehört. Ja, okay, ich habe gestern Abend ein bisschen geschwächelt. Ja. Ich hatte ein bisschen Migräne und dann war nichts mehr. Ja, die Fahrereien, das Wetter. Sind wir nur noch um den See rum und, also nicht um den See rum, ein Stückchen spazieren gegangen. Also hier ist auch ein kleiner. Es gibt hier zwei. Wir das waren hier unten kleinen. Ist der Heidersee. Genau. Wo wir standen und eigentlich hier bei der Entsorgung, finde ich, ist der schönste Platz zum Stehen, weil dann können wir direkt auf den See schauen. Dann stellen wir uns das nächste Mal hier hin. Okay. Jo, jetzt fahren wir weiter zum Reschensee, gucken, ob der Kirchturm noch da ist. Und dann fahren wir weiter Richtung Heimat. Jo, also bis dahin. Tschüss. With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way. Hallo ihr Lieben. Mist, Leute. Da hinten. Ich glaube, ich habe gestern das Wasser laufen lassen. Hier also ist das ganze Dorf weg. Aber der Kirchturm ist noch da. Da ja, gut. Ja, nee, hier war altgrauen und es wurde, wie der Staudamm gebaut wurde, eben dann verlegt. Ich glaube, 1920 war es. Die Tafeln haben wir noch nicht gelesen. Die lesen wir jetzt noch und dann schauen wir mal weiter. Ja, momentan ist ein bisschen wenig Wasser. Das heißt, man kann eben auch außen rum gehen. Das werden wir jetzt dann gleich tun. Ja, dafür viele Menschen. Im Jahr 1920 gab es die ersten Pläne für einen Stausee, der sich aber dann verzögert hat, einmal durch den Krieg. Dann waren natürlich auch sämtliche Anwohner dagegen und haben dagegen protestiert, auch mit der Kirche zusammen. Kam es immer wieder zu Verzögerungen und sie dachten schon, sie hätten es abgewendet. Aber dann kam es anders. Im Spätsommer 1950 waren die Dörfer Reschen und Grauen geflutet worden, um einen Stausee für ein Wasserkraftwerk zu bilden. Mehr als 160 Häuser waren damals gesprengt und geflutet worden. Die Dorfbewohner mussten umziehen. Nur der Kirchturm der Pfarrkirche St. Katharina aus dem 14. Jahrhundert war aus Denkmalschutzgründen stehen gelassen worden und ragt seitdem aus dem Wasser. Die Bevölkerung wurde dabei völlig übergangen. Die Entschädigungen waren sehr bescheiden.
merke sie jetzt erst. Hör auf, mich auszulachen. Ich lache dich an. Julia hat unterwegs gemerkt, dass hier hoch geht. Ui! Da hinten ist schon richtig schön Schnee. Ja, und da hinten zieht sich's zu. Also jetzt kommt dann hier das Mistwetter und dann wird es hier ratzfatz voller Schnee sein. Aber wenn die Sonne ist, tut es an. Wahnsinn. Ja, ich habe viel zu viel an. Ist, obwohl es nur 8 Grad hat, aber sobald, also das ist halt Südtirol. Die Sonne kommt raus und du denkst dir, wow, Sommer. Aber jetzt wird sie dann gleich weg sein. Wow, Winde. Es plätschert hier so schön. Das ist total entspannend, finde ich. Dann sind wir jetzt leise. Ja, schau noch ein bisschen. Ganz da hinten liegt der Schnee schon. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. Stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Like I was told, you're the only one. I can't be sad. Ist da nur eine Kurve? Ich hab ja ganz vergessen, dass wir von dem Pass auch wieder runter müssen. Stimmt, das ist ja eigentlich ganz logisch. Da runter müssen wir. So, Freunde, hinwärts sind wir nach Italien durch die Schweiz gefahren, wie letztes Jahr auch schon. Super einfach, App runterladen, Dach freischalten. Letztes Jahr hatte ich ja allerdings schon mal eine Go-Box gekauft, weil wir ja durch Österreich gefahren sind. Und jetzt haben wir ja ein neues Fahrzeug und umgezogen sind wir auch. Jetzt habe ich gestern schon versucht, das Ganze online zu ändern. Da kann man sich wohl alles runterladen, aber man muss das alles immer auf dem Postweg oder zumindest mindestens per E-Mail hinschicken. Also online unterschreiben geht schon mal gar nichts. Also ausdrucken und ja. Unterschreiben und... Ja. Okay, aber ich mir gedacht, dann hältst du halt morgen, also sprich heute, bei einer Tankstelle, die einen Vertrieb hat. Habe ich jetzt auch getan. Die Dame war super nett und freundlich, Gott sei Dank, weil wir haben jetzt circa 20 Minuten, Jule, ne? Oder war es gar eine halbe Stunde? 20 Minuten, eine halbe Stunde gebraucht, um erstmal unseren alten Vertrag aufzulösen.
Da habe ich dann auch mein Guthaben zurückgekriegt, was ich eigentlich umstellen wollte auf Abbuchung. Dann hat sie bei der Asfinag zweimal angerufen und dann wurde mir eben ein neuer Vertrag angelegt mit den ganzen Zetteln dazu und eine neue Go-Box, die ich jetzt vorne wieder in die Scheibe reinmache, die natürlich nicht abgebucht wird, sondern ich musste wieder ein Geld bezahlen und für die Abbuchung muss ich zu Hause beantragen. Ich muss auch den Fahrzeugschein erstmal wieder hinmailen, muss dann die Abbuchung beantragen und erst dann kann es wieder umgestellt werden. Die Dame an der Kasse hat gesagt, Asfinag ist, sie kennt nichts Komplizierteres. Ja, seit 6 Jahren auch ziemlich unfreundliche. Und sie ist Gott sei Dank froh. Am Telefon, sie war heilfroh, hat sie gesagt, dass ich Deutsch spreche, weil da kann man mir das wenigstens erklären. Sonst hat sie auch mit Menschen anderen Sprachen zu tun und da wird sie schier wahnsinnig. Die Kollegin hat mich gleich an sie weitergeschickt. Ja, also für alle die, die immer durch die Schweiz fahren wollen, das könnt ihr weiterhin machen, da habt ihr alles richtig gemacht. Ich habe halt deswegen die Go-Box, weil ich ja nicht nur durch Österreich durch muss, sondern eben auch gerne mal zum Skifahren gehe und da eben einfach dann das Ganze benötige. Bin dann gespannt, ob das nächste Mal beim Umstellen das dann alles hinhaut und ich mir dann wirklich nur noch das Kastel von den Ei hängen muss. Ja, okay. Ja, jetzt pack's aus und dann bringen wir das da vorne an. Ja. Und dann geht die Tour weiter. Genau, das mache ich. Hallo zusammen. Wir sind's wieder und diesmal in Bad Waldsee. So schnell geht's. Aber wir sind das Mal, stehen wir vor dem Erwin-Hümer-Museum, damit wir nicht in Versuchung kommen. Wir wollten eigentlich auf einem kleinen Flugplatz, bei einem kleinen Flugplatz übernachten. Wir schon mal waren, ganz idyllisch, aber da war heute große Veranstaltung, weil wir haben morgen um 9 den Termin hier in Bad Waldsee, einmal um gucken zu lassen mit unserem Sensor fürs Abwasser. Hat jetzt hier schon jemand geschrieben, dass er es auch schon zweimal hat probiert und hat es nicht bekommen. Ich will halt mal schauen, ob ich da irgendwas falsch mache oder ob da irgendeine Sicherung kaputt ist oder ob sie es gar nicht eingebaut haben, was auch immer. Ja, warum man es nicht ablesen kann oder sich das nicht angezeigt dann, wird. Dann haben wir noch ein paar kleinere Fragen. Nichts Großes jetzt. Gehe ich mal davon aus. Hoffentlich. Und ja, weil es sich am Rückweg angeboten hat, das eine oder andere nochmal durchzuchecken, durchzugehen, sind wir jetzt hier. Das machen wir morgen früh. Da werden wir wahrscheinlich dann wieder den ganzen Tag sitzen bleiben. Vielleicht. Nehme diesmal den PC mit raus. Ich nehme diesmal auch den PC mit, weil ich nur mal wieder was arbeiten. Ja, und eigentlich wollte ich jetzt noch im Hümer-Museum essen gehen. Tja. Aber wir haben keinen Koch mehr. Haben wir uns außen schon einen Burger ausgesucht, dann sind wir reingegangen. Nö, wir haben nur Kaffee und Kuchen. Ja, Kaffee haben wir selber. Also machen wir jetzt hier für heute Schluss. Selber versprochen. Machen. Gott sei Dank haben wir unterwegs noch was eingekauft. Und das gibt's jetzt da. Genau. Okay. Bis morgen. Ciao. Ciao. Die Julia hat noch einen Nachbrenner. Ich habe noch was vergessen. Ich habe ja einen Tipp bekommen, dass jemand die Klorolle auf ein Stück Holz
gemacht hat und dann das dann besser funktioniert. Da war ich jetzt ja schon so schlau. Holz habe ich ja nicht dabei und weiß auch nicht, ob das der Roland dann so hinkriegt. Jetzt habe ich den Kochlöffel genommen. Es klappt schon besser. Es ist noch nicht so richtig, also es rollt sich noch nicht so richtig ab, aber es reißt nicht mehr so schnell ab. Und jetzt gab es morgen einen Detlefs Kochlöffel. Ein Hümer stand, da habe ich gerade gesehen im Shop, gab es Kochlöffel mit, stand Hümer drauf. Und dann muss der Roland da nur noch so diese Nut reinfräsen an den Seiten, dass es dann auch nicht immer so... Voll beim Gogo vorbei. Runterfällt. So fräsen macht der Gogo. Okay, mir egal. Ja, ihr merkt es, mit meiner Frau wird es nie langweilig. Da hast du immer was zu tun. Die hat ständig irgendwelche Ideen im Kopf. Ja, aber das muss ja irgendwie funktionieren. Das kann nicht sein, dass die Klorolle immer irgendwo rumliegt. Ja. Wo sie nicht hingehört, oder? Ja. 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 So ein Frauending. Aufgeräumt, Ordnung muss sein. Guten Morgen, direkt vom Hümersender. Wir warten auf unseren Termin oder finden wir, dass wir drankommen. Und ich mache mir dabei noch einen Kaffee. Schön, wenn man alles an Bord hat. Und die Jule kümmert sich gerade um die Rundtour. Guten Morgen auch von mir. Ja, die Jule schneidet eine Rundtour. Genau, ich mache die Rundtour. Vom Hümermuseum haben wir gut geschlafen. Die Straße hat mir ein bisschen gehört, fand ich. Das heißt, okay, wenn ihr, das ist ja kein... Das heißt, wenn ihr das Video seht, habt ihr die Rundtour eh schon gesehen. Könnte sein. Es kommt drauf an, wie lange wir heute warten müssen. Gut, okay, mein Kaffee ist durch. Dann melden wir uns irgendwann wieder. Ja, fröhliches Warten. Gut, tschüss. So, es geht nicht voran, es ist 10:30. Roland hat irgendwie einen neuen Sitzplatz gefunden, als hätten wir gar keine hier vorne. Keine Ahnung, was das wird. Ich habe mich versteckt. Wie hast du mich gefunden? Richtig Tür zu machen. Ach so. Also, wir warten weiter. So, Freunde. Wir melden uns das letzte Mal. Das letzte Mal für immer? Nein. Nur für... Urlaub ist rum. Ja. Wir waren jetzt heute noch bei Hümer gewesen. Weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Das weiß ich jetzt auch schon nicht mehr. Okay. Ich habe keinen Plan mehr. Wir waren jedenfalls heute bei Hümer gewesen, weil wir ja die eine oder andere Geschichte hatten. Da kann ich jetzt gleich mal dazu sagen, das mit der Druckpumpe, da konnten sie jetzt keinen Fehler finden. Sie gehen einmal davon aus, dass alles in Ordnung ist. Sie haben alles geprüft, sie haben alles durchgepustet und es passt alles. Den Ausgleichsbehälter von der alten Heizung, den wir mittlerweile gesucht haben, haben wir auch gefunden. Der ist bei uns hinterm Spiegel. Im Bad ist eine Klappe, die wir bisher noch gar nicht geöffnet hatten, weil sie nicht so leicht aufging und wir uns gar nicht getraut haben. Ja, wir machen was kaputt. Ja. Da kann nichts mehr dahinter sein. Naja. Da, doch. Dahinter war sie. Okay, jo. Jetzt wissen wir Bescheid. Dann haben sie noch Kühlerflüssigkeit im Auto aufgefüllt, die fand ich jetzt ein bisschen wenig, haben sie gemacht. Wir haben jetzt auch ein Licht am Abwassertank. Und die Regalböden fallen jetzt nicht mehr raus beim Fahren, sondern sind jetzt fest. Genau. Und vorne unser Gummi, wo immer wegen Abgange ist, ist auch fest. Ja. Also tippitoppi, alles super erledigt. Genau, ich kann ja kurz mal hier, wenn man jetzt hier guckt. Moment, muss mal schauen, ob man sieht. Jawohl, Abwasser seht ihr, leuchtet jetzt. Geht. Ja, und wie wir so saßen, und also es hat sich jetzt heute hingezogen. Wir haben trotzdem entschieden, dass wir heute noch heimfahren, obwohl es schon langsam dunkel wird. Aber wir fahren jetzt in einem Rutsch heute noch durch und dann ist gut. Und wir hatten eine extrem lange Wartezeit, die uns aber gar nicht so auffiel, weil wir haben unerwartet Besuch bekommen. Ja. Ossi und Helle sind vorbeigekommen. Ossi und Helle haben nämlich morgen Termin bei Hümer und haben irgendwann auf dem Instagram-Post von der Jule reagiert. Ihr hockt doch bei Hümer.
Ja, wir haben uns mega gefreut, haben zusammen Tee getrunken und ganz viel geschwätzt. Ja. Und ja, jetzt müssen wir aber leider weiter. Und ja, wir hoffen, dass wir Sie bald wiedersehen. Und ja, für dieses Mal ist es also jetzt dann erstmal zu Ende. Und ja, dann sieht uns irgendwann demnächst wieder. Wohin, wissen wir noch nicht so genau. Ja, wir hoffen, unsere so halbwegs Nichtstun-Reise hat euch gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über ein Like, über einen Daumen hoch. Ihr könnt den Kanal selbstverständlich kostenlos abonnieren. Da freuen wir uns auch immer drüber. Und ja, dann bis irgendwann. Tschüss! Tschüss!